Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Within unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video. Wir wollen uns einen Erfolg anschauen, den wir unter Quests und dann Wolf Within haben. Und hier haben wir das Achievement. Wo ist es? Da haben wir es. Schachzug des Lichts. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Gewinnt eine Partie von Schachzug des Lichts auf den Schwierigkeitsgrad schwer. Wir befinden uns in Heilsturz auf den Koordinaten 68, 54 und dort können wir in ein Gebäude rein, wo wir quasi dieses Partie spielen können. Dazu müssen wir hier mit dem kleinen Kind sprechen, ihn herausfordern und dann die Schwierigkeitsgrad quasi hochnehmen. Das machen wir und dann können wir hier die quasi den Turm anklicken. Wir werden dann drei verschiedene NPCs haben, die wir steuern können. Und müssen halt ihn besiegen. Das ist einmal eine Art Heiler, einmal einen, ja, so ein Krieger und halt unsere Base, ne? Und die können wir immer hin und her switchen. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal einmal an. Gut, dann starten wir durch. Klicken den mal an. Wir können am Anfang gleich mal hier reinfeuern. Dann die nächste Figur nehmen. Hier einmal rein. Dann die nächste Figur. Einmal wieder weiter switchen. Oh, die hat noch Abklingzeit. Hier können wir vielleicht... Da können wir vielleicht schießen. Dann nehmen wir den hier und moven da mal raus. Ob ich mit dem auch? Nee. Ah, jetzt kann ich hier nicht moven. Das ist schlecht. Können wir den wieder anklicken. Schießen wir hier einmal drauf. Schauen wir, ob ich mit dem rausmoven kann. Okay, der passt. Können wir die heilige Pein einsetzen. Dann versuchen wir mit dem hier raus zu moven. Nehmen unseren Turm wieder. Moven da mal weg. Oh, wir haben unseren Turm verloren. Das ist natürlich schlecht. Und hier bin ich nicht ganz rausgekommen. Eventuell können wir den beschaden. Mit dem hier ein bisschen anspringen. Dann ist der schon mal raus. Aber unser Klerik stirbt jetzt dann gleich auch, oder? Den tun wir jetzt hier mal hin. Problem ist, die Live-Anzeige ist, glaube ich, nicht so hundertprozentig gut. Super, komme ich bis dahin? Jetzt kann ich mit dem nicht moven. Das ist immer echt ätzend, dass du so lange Abklingzeit hast. Nee, da werde ich nicht mehr rechtzeitig rauskommen. Oder doch? Dann können wir jetzt mit dem mal so eine E-Spell machen. Mit dem hauen wir vielleicht hier mal die heilige Pein drauf. Dann nehmen wir wieder den hier. Machen wir hier mal den AE. Anderen. Müssen wir wahrscheinlich gleich wieder moven. Ja, ich wusste es. Können wir bis dahinter, ja. Mit dem können wir eventuell auch da raus moven. Dann nehmen wir den anderen wieder. Können wir einmal moven. Ein bisschen blöd. Ich sehe da leider das Leben nicht so vernünftig, muss ich gestehen. Oh. Da ist unser Mob down. Jetzt können wir mal gucken. Vielleicht können wir noch ein bisschen reiner gehen. Wir müssen halt immer schauen, dass wir rausmoven. Oh, shit. Das könnte knapp werden. Ein bisschen Leben hat meiner noch. Schauen wir mal, ob wir rechtzeitig rauskommen. Jawollo. Also wir haben mit dem eine RE-Fähigkeit und wir haben... quasi... Hi, was ist jetzt los? Ach, jetzt hat sich irgendwie die Ding verschoben hier. Ach, ich bin da auf dem Buch oben. Das geht? What the fuck? Okay. Jetzt sehe ich zumindest das Leben wieder halbwegs gut. Liefen wir da noch ein bisschen drauf. Also wir haben quasi einmal das normale Moven. Wir haben einmal den AE. Jetzt haben wir den damit auch geschrottet. Okay, die Burg hat auch nicht mehr so viel. Mit dem Klerik, ne, das ist unser Heiler, haben wir einmal quasi einen Heilspell und wir haben einen quasi einen Cast und mit der Burg haben wir einfach so eine Kanone. So 100% habe ich es auch noch nicht raus. Ich sag's euch, wie es ist. Schlichtweg, weil ich das jetzt auch noch nicht so oft gemacht habe. Aber es hat irgendwie geklappt. Ihr habt gesehen, ich habe total eine Scheiße zusammengespielt, aber es hat irgendwie funktioniert.
Und wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegt ihr das hoffentlich auch hin. Ne? Also, ich glaube, das Hauptziel ist es halt, erst den gegnerischen Ritter da zu killen, dann den Klerik und dann den Turm. Ne? Und halt immer möglichst gut auszuweichen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht optimal hingekriegt, aber es hat zumindest gereicht, um das Achievement einzutüten. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, wie viele Tries hier gebraucht habt. Ich habe jetzt 1-2 Tries vorher gemacht, um mir die mal anzugucken, was man überhaupt klicken muss. Und das war jetzt der erste Serious Try, um quasi das mal runterzuspielen. Und ja, dann sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement und damit auch mit dem Achievement Guide. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das auch hinkriegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.